Wer es in New York schafft, schafft es überall. Von hier aus startete Hillary Clinton ihre Karriere. Zunächst einmal als Senatorin von New York, später dann als Außenministerin der USA. Und dann auf dem Parteitag der Demokraten schließlich als Kandidatin der Partei. Aber die Karriere war steil und dennoch schwierig. Sie sehen jetzt den Bericht über die ungeliebte Kandidatin. Seit Monaten hat Kevin Yuseni auf diese Woche hingearbeitet. Letzte Strategiesitzung im Café, bevor es gleich auf die Straße geht. Eine Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton? Nicht mit Ihnen. Sie sind hier, um für Bernie Sanders zu kämpfen und Hillary Clinton auf den letzten Metern zu verhindern. Ich fände eine Frau als Präsidentin zwar toll, aber nicht Hillary. Ich könnte den ganzen Tag hier sitzen und all die Skandale aufzählen, in die sie verwickelt war. Das hier soll die große Party für Hillary werden. Das Gegenteil vom holprigen Parteitag der Republikaner. Die glanzvolle Einheitsshow gegen Donald Trump. Es gibt nur eine, die für dieses Amt qualifiziert ist, und das ist unsere Freundin Hillary Clinton. Hillary Clinton. And because of Hillary Clinton. Und dank Hillary Clinton ist es für unsere Töchter und Söhne nun selbstverständlich, dass eine Frau Präsidentin der USA werden kann. Doch in die Show mischt sich auch Ärger. Die Parteivorsitzende muss zurücktreten, weil interne E-Mails bekannt werden, die belegen, die Führung der Demokraten hat versucht, den Wahlkampf von Clinton-Widersacher Bernie Sanders zu sabotieren. Den Verdacht hatten Kevin und die Demonstranten draußen auf der Straße schon lange. Und fühlen sich bestätigt im Groll gegen ein System, das ihrer Meinung nach Eliten fördert und nicht auf Volkes Stimme hört. Ich bin hier, um für Demokratie zu kämpfen, gemeinsam mit all diesen Bernie-Anhängern. Wir kämpfen nicht nur bis zuletzt für Bernies Nominierung. Die Demokratische Partei soll auch wissen, wir werden keine Ruhe geben. Die sollen uns hören. Die Revolution, die Bernie Sanders ins Rollen gebracht hat, entfesselte die Leidenschaft vor allem junger Amerikaner. Doch die Geister, die der knorrige Senator aus Vermont rief, die scheint die Demokratische Partei nun nicht mehr loszuwerden. So sehr Sanders sich am Auftaktabend auch bemüht, seine Truppen nun auf Hillary Clinton einzuschwören. Hillary Clinton wird eine herausragende Präsidentin sein. Und ich bin stolz darauf, sie zu unterstützen. Hillary Clinton. Ihre Wahl wäre in vieler Hinsicht eine historische. Wollt ihr nicht endlich mal eine Frau als Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika erleben? Sie kann es gar nicht abwarten, das zu erleben. Rita Trivis ist beim Nominierungsparteitag eine der Delegierten für ihren Heimatstaat New Mexico. Und ist zuversichtlich, dass selbst die leidenschaftlichsten Sanders-Anhänger unter den Delegierten nun auf den Clinton-Zug aufspringen. Ich hatte vorab noch mehr Sorgen. Aber jetzt, wo ich hier bin, die Energie spüre, hoffe ich, dass sie einsehen, dass wir gemeinsam stärker sind. Immerhin würde Hillary Clinton das Weiße Haus kennen wie kein Vorgänger. Doch das ist auch ein Problem. Sie steht wie kaum jemand für das verhasste Washingtoner Establishment. Ihre konservativen Gegner störte etwa, wie sie die Rolle der First Lady neu definierte. Oder beim Angriff auf das US-Konsulat im libyschen Benghazi
bei dem 4 Amerikaner ums Leben kamen, warfen sie der damaligen Außenministerin Clinton persönliches Versagen vor. Mehrfach wurde sie vor Kongressausschüssen stundenlang gegrillt, aber die Republikaner bissen sich die Zähne an ihr aus, konnten ihr nichts anhaben. Ebenso heftig die Kontroverse, als bekannt wurde, dass Clinton als Außenministerin ihren gesamten E-Mail-Verkehr über einen privaten Computerserver im Keller ihres Hauses laufen gelassen hatte. Clinton gab später zu, das sei ein Fehler gewesen, aber die Salamitaktik, mit der sie Informationen dazu preisgab, verstärkte bei vielen den Eindruck, typisch Clinton, die glauben wohl, für sie gelten andere Regeln. Das FBI ermittelte und stellte fest, das sei grob fahrlässig gewesen. Die Behörde sah kein strafrechtliches Vergehen, aber der Eindruck blieb, Clinton ist mal wieder davongekommen. Sie ist eine korrupte, verlogene, manipulative Politikerin. Sie ist nicht geeignet, Präsidentin zu sein. Sie ist von der Wirtschaft gekauft. Sie ist eine Wall Street-Frau, hat kein Interesse an uns, was uns wichtig ist. Plötzlich sagt sie auch, was Bernie Sanders schon immer gesagt hat, aber eben jetzt erst. Das ist wohl das größte Problem für Hillary Clinton. Ihre Glaubwürdigkeit wird von vielen in Frage gestellt. In diese Kerbe zu hauen, ist oberste Wahlkampfstrategie des Trump-Lagers. Der Nominierungsparteitag der Republikaner vergangene Woche in Cleveland wurde quasi zum Standgericht. Is Hillary Clinton guilty or not guilty? Hillary Clinton, schuldig oder nicht? Schuldig, brüllte der Saal. Und lock her up, sperrt sie ein. Donald Trump nennt sie sowieso meist nur noch Crooked Hillary, betrügerische Hillary. Die kontert, ohne persönlich zu werden. Wir bieten eine völlig andere Vision. Es geht darum, Brücken zu bauen, nicht Mauern zwischen den Menschen. Chris Lehane kennt die heftigen Attacken gegen die Clintons. Jahrelang war er verantwortlich dafür, sie abzuwehren. Lehane arbeitete als Krisenmanager von Bill Clinton im Weißen Haus, beriet den Präsidenten und die First Lady vor allem während des Monica Lewinsky-Skandals. Hillary hat bewiesen, dass sie politische Tiefschläge einstecken und trotzdem weiterkämpfen kann. Wohl mehr als irgendjemand in der amerikanischen Politik. Sie haben sie mit allem Möglichen beschmissen. Selbst wenn sie ihr Spülbecken oder heißes Fett an den Kopf werfen würden, sie steht immer wieder auf. Dabei hätte sie diesen Stress gar nicht nötig. Sie hatte ein echt gutes Leben, war erfolgreich. Aber sie entschied sich für dieses Rennen um das Weiße Haus, weil ihr die Zukunft unseres Landes so am Herzen liegt. Welche Richtung das Land künftig einschlägt, wird unter anderem hier entschieden. New Mexico ist einer der sogenannten Swing States, der sowohl an die Demokraten als auch an die Republikaner gehen könnte. Ein ausschlaggebender Faktor? Circa 2/3 der Bevölkerung hat Latino-Wurzeln. So wie die Delegierte Rita Travis. Die Latinos werden bei der Wahl genau hinschauen, welche Position welcher Kandidat etwa zum Thema Einwanderung hat. Trumps Tiraden gegen Mexikaner kamen hier nicht gut an. Mexiko schickt uns seine Besten, immer schon. Wissen Sie, unser Land wäre nichts ohne unsere Einwanderer. Die Demokratin war ihr ganzes Leben schon politisch interessiert. Ihre Sammlung von Wahlkampfansteckern beginnt mit John F. Kennedy. This is a collection of campaign buttons that I started. My first one was John F. Kennedy. Die Aussicht, dass erstmals eine Frau US-Präsidentin werden könnte, bewegt Rita zutiefst. In my lifetime I might see this happen. Dass ich das noch erleben darf. Ich kann heute frei wählen, weil ich auf den Schultern all derjenigen Frauenrechtlerinnen stehe, die dafür gekämpft haben. Meine Mutter wurde in dem Jahr geboren, als das Frauenwahlrecht eingeführt wurde. Das bedeutet mir viel. Vor allem, weil Rita dieses Jahr persönlich dabei ist, um in Philadelphia ihr Idol zur Kandidatin zu küren.
In einem war sie immer konsequent. Sie hat sich stets für Kinder eingesetzt. Und auch als sie damals so verteufelt wurde, weil sie eine Krankenversicherungsreform durchsetzen wollte. Ich hätte ja alles hingeschmissen, aber nicht so Hillary. Sie hat weitergemacht. Hillary Rodham Clinton. Schon früh ist die Juristin politisch aktiv. Ehemann Bill lernt sie an der Uni kennen. Die beiden werden nicht nur ein Paar, sondern auch ein politisches Power-Team. Er der charismatische Menschenfänger, sie die Managerin und Strategin an seiner Seite. Erst als First Lady in Bills Heimatstaat Arkansas, dann als wichtige Stütze im Weißen Haus. Doch nach dem Ende von Bill Clintons Präsidentschaft, überschattet vom Lewinsky-Skandal, verliert sie keine Minute, endlich selbst das Ruder in die Hand zu nehmen. Noch nie wurde eine First Lady anschließend Senatorin, und das auch noch für einen so wichtigen Staat wie New York. Das ist das Sprungbrett zu noch höherem. 2007 nimmt sie erstmals die Rückkehr ins Weiße Haus in Angriff. Doch die haushohe Favoritin scheitert am Charisma eines jungen Senatskollegen, Barack Obama. Ich bin die Bessere, sagt sie selbstbewusst. Und er, nein, ich bin der Bessere. Am Ende eines langen, erbittert geführten Vorwahlkampfs hat sie eine zentrale Botschaft an ihre Millionen Anhänger. Wenn du stolperst, verlier die Hoffnung nicht. Wenn du umgehauen wirst, dann steh sofort wieder auf. Und hör nicht auf die, die sagen, du kannst oder solltest nicht weitermachen. Sehr bald steht sie wieder auf. Hillarys Fähigkeiten haben Barack Obama so beeindruckt, dass er nach seinem Sieg nicht lange zögert und sie zu seiner ersten Außenministerin macht. Wie kein Amtsinhaber vor ihr bereist die oberste Diplomatin der USA die Welt, versucht einen Neuanfang in den Beziehungen zu Russland und spricht sich vehement für den riskanten Zugriff auf Osama bin Laden aus. Mit Hilfe ihres Ex-Chefs soll es jetzt im zweiten Anlauf auf das höchste Amt im Land klappen. Lange hatte sie kokettiert und gezögert, ihren Hut in den Ring zu werfen. Doch dann ergreift sie diese, ihre wohl letzte Chance. Diesmal mit Obama statt gegen ihn. Ich bin heute hier, weil ich an Hillary Clinton glaube. Und ich will, dass ihr dabei helft, sie zur nächsten Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika zu wählen. Barack Obamas Unterstützung kommt nicht ganz uneigennützig. Er weiß, nur wenn sie seine Nachfolgerin wird, ist sein politisches Erbe gesichert, können die Republikaner seine Erfolge von Krankenversicherung bis Klimaschutz nicht wieder umkehren. Glaube ich, dass sie anders sein wird als Obama? Klar, wird sie aggressiver in der Außenpolitik sein? Nicht unbedingt, aber sie wird auf jeden Fall sicherstellen wollen, dass Amerika weiter eine laute Stimme in der Welt haben wird. Ich glaube, da passiert global gerade so viel, dass das sogar von vielen gewünscht wird. Kevin Husseini will sich an den Gedanken einer Präsidentin Clinton immer noch nicht gewöhnen. Auch am Tag nach Bernie Sanders' Aufruf auf dem Parteitag. Stattdessen Wasservorräte aufstocken für die nächste Demo, die für heute geplant ist. Wir müssen die Demokratische Partei versöhnen und einen. Das ist das Ziel, aber kann ich Ihnen sagen, wie? Nein. Es wird schwer, Menschen mit so gegensätzlichen Standpunkten zusammenzubringen. Aber genau das wird die Herausforderung für Hillary Clinton in den kommenden Monaten sein. Denn ohne die Stimmen aus dem Sanders-Lager, ohne deren Leidenschaft, wird sie es schwer haben, Donald Trump zu schlagen. Hillary
Clinton ist umstritten. Bei ihrer Partei und auch bei den Wählern. Warum eigentlich? Das herauszufinden, dazu bin ich nach Brooklyn gefahren. Und hier wohnt Siri Hüstfett. Sie ist eine der bekanntesten Schriftstellerinnen der USA. Clinton versus Trump. Clinton gegen Trump, die Vernunft gegen die Emotion, Weltgewandtheit gegen Paranoia. Was ist da gerade los in den USA? Das ist wirklich schwer zu sagen. Es gab schon immer rechte Kräfte in den USA. Die Republikaner hatten immer auch rassistische Botschaften, aber die wurden subtiler transportiert. An ihre Parteifreunde, an Wähler oder an die, die sie für sich gewinnen wollten. Sie erinnern sich vielleicht an Ronald Reagan. Er machte eine Vielzahl solcher Äußerungen in seinem Wahlkampf. Zum Beispiel über die sogenannten Welfare Queens, die Sozialschmarotzer. Das waren klar rassistische Äußerungen. Er brauchte diese Stimmen und so bekam er sie. Die Republikaner spielen seit langer Zeit ein sehr gefährliches Spiel. Trump steht irgendwie auch für die Basis der Partei, die nun explodiert. The Republican base, part of the Republican base that has burst out. Trump beschimpft Hillary Clinton und kommt damit durch, selbst bei seinen weiblichen Unterstützern. Wie kann das sein? Viele von uns haben sexistische Ansichten. Das versteht sich von selbst. Was ich aber interessant finde, ist, dass es Frauen gibt, die sich Donald Trump anschauen, wie er Frauen als Hunde oder Schweine bezeichnet, der sich über die Brüste und Körper von Frauen auslässt, ohne dass sie sich davon erniedrigt fühlen. Vicariously humiliated. How they are. Wie sind sie dazu fähig? Ich bin nicht sicher. Es mag sein, dass ihr eigener Sexismus so tief sitzt, dass er zu einer Form von Selbsthass geworden ist. Hillary Clinton wird immer wieder vorgeworfen, nicht authentisch zu sein. Aber kann eine Frau, die so hohe Ambitionen hat, die so begabt ist, dafür eine Führungsaufgabe zu übernehmen, kann sie überhaupt authentisch sein in einer Gesellschaft, die ihr dieses Recht abspricht? Wissen Sie, Frauen werden verurteilt, wenn sie etwas tun, und wenn sie nichts tun, werden sie auch verurteilt. Ich habe selbst festgestellt, dass zum Beispiel leidenschaftliche Ausbrüche anders wahrgenommen werden, wenn sie von mir kommen, als von einem Mann. Als ich meinen Doktor an der Hochschule machte, habe ich gelernt, wann ich emotional sein durfte und wann nicht, wann ich leise sprechen musste, weil sonst meine Seriosität angezweifelt würde. Because otherwise your seriousness is threatened. Hillary Clinton hat diese Lektionen gelernt, wieder und wieder und wieder. Trump kann brüllen und rot anlaufen. Es scheint seinem Ansehen nicht zu schaden. Wenn Hillary Clinton so etwas täte, dann wäre ihr politisches Leben zu Ende. Wenn das jetzt heißen soll, sie sei nicht authentisch, sei es drum. Ich denke, es hat überhaupt nichts damit zu tun, ob sie authentisch ist oder nicht. Ich verehre sie sehr und ein Teil dieser Verehrung kommt daher, dass ich weiß, wie hart es war. Wissen Sie, niemand nimmt den Körper von Donald Trump so genau unter die Lupe wie den von Hillary Clinton. Hillary Clinton steht als Mitglied des Establishments in der Kritik. Zu erfahren, zu politisch, zu lange im Geschäft. Und gerade das macht Donald Trump attraktiv für Wähler, dass er dies nicht ist. Das empfinden sie geradezu als ehrenwert. Es steht außer Frage, dass es, wenn wir Hillary Clinton zur Präsidentin wählen, keinen radikalen Schnitt zur Obama-Präsidentschaft geben wird. From the Obama presidency. If we elect Donald Trump, wenn wir Donald Trump wählen, dann schon. Donald Trump steht für den Wunsch nach einer radikalen Veränderung. Und ich befürchte, es gibt Menschen, die ihn genau deshalb wählen.
And I suspect, I can't know, but I suspect there are people who are voting for that. Aus Wut und weil sie dem Establishment eins aufs Maul geben wollen. Und das Establishment in den Vereinigten Staaten, so sehen es vor allem viele Populisten, besteht aus einem versnobten, elitären, korrupten Haufen von Dummköpfen. Ich bin in einem Dorf in Minnesota aufgewachsen. Meine Großeltern väterlicherseits waren beide belesen, keine Frage. Aber sie hatten nur eine geringe Ausbildung. Sie hatten Vorurteile, hauptsächlich linke Vorurteile. Aber die Vorurteile der Linken und der Rechten sind bei dieser Art Populismus dieselben. Sie hassten Banker, sie hassten die Leute aus der Stadt. Heute denke ich, dass das alles schon vor langer Zeit im Land gesät worden ist und nicht erst heute. Das gibt es schon sehr lange. Nebenbei bemerkt, ich liebe meine Großmutter. Was sagen Sie, wie etabliert ist Hillary Clintons Politik noch? Nachdem sie Bernie Sanders abgehängt hatte, wurde ihre Rhetorik immer mehr links. Bernie Sanders hat die gesamte Demokratische Partei und auch Hillary Clinton nach links gerückt. Und ich glaube, er hat wichtige Inlandsthemen gesetzt. Viel mehr Inlandsthemen als internationale, weil er nicht viel von internationaler Politik versteht, um ehrlich zu sein. Aber das kostenlose Studium, gesellschaftliche Ungerechtigkeiten, das sind wichtige Themen. Und die Tatsache, dass Hillary Clinton ihre Sicht auf die Dinge verändert hat, um einem wichtigen Teil der Demokratischen Partei entgegenzukommen, erscheint mir völlig selbstverständlich. Wie geht Hillary Clinton mit Fehlern um? Die E-Mail-Affäre, die unsinnige Kommunikation wegen ihrer Erkältung oder ihrer Lungenentzündung oder der Tag, an dem sie einen Schwächeanfall hatte. Die Leute glauben einfach, sie sei nicht aufrichtig. Wie kann sie das Vertrauen wieder zurückgewinnen? Zum Teil mag das daran liegen, dass die öffentliche Wahrnehmung Verblendung geschaffen hat. Also die E-Mail-Geschichte, die ist völlig überbewertet, unverhältnismäßig. Und wenn man sich dann die Tatsache anschaut, dass die Geschäfte, die Donald Trump macht, wenn nicht illegal, zumindest im Graubereich des Legalen sind und dass das seine Chance auf die Präsidentschaft nicht schmälert, dann verblüfft mich das. Doesn't seem to be ruining his chances of becoming president is astounding to me. You know, the email error. Der Fehler mit den E-Mails geschah vermutlich aus dem Bedürfnis heraus, die Dinge bei sich zu behalten. Denn ihre Paranoia ist möglicherweise etwas größer, bedenkt man, wie oft sie schon attackiert wurde. Considering how much she's been attacked. Darf ich Ihnen eine letzte Frage stellen? Barack Obama scheint der Beweis zu sein, dass der American Dream, der amerikanische Traum, Wirklichkeit werden kann. Wenn du hart arbeitest und talentiert bist, wenn du wirklich vorwärts kommen willst, dann kannst du es schaffen und die Hindernisse überwinden. Und auch Hillary Clinton sagt, da ist ein Riss in der gläsernen Decke entstanden. Ist das so? Kann der amerikanische Traum immer noch Wirklichkeit werden in diesem Land? Lassen Sie mich es so sagen. In gewisser Hinsicht muss der amerikanische Traum auch ein Traum genannt werden. Denn es gibt zwar einige Leute, für die er wahr geworden ist, aber er ist nicht für jeden erreichbar und er war es auch noch nie. Das war er nie, so sieht die Realität aus. Schicht, Rasse, Geschlecht, all das spielt für die Chancen im Leben eine große Rolle. Sogar wo du geboren bist, beeinflusst, was später in deinem Leben passiert. Der amerikanische Traum ist den Amerikanern sehr wertvoll und wir halten an ihm fest. Und ich glaube, dass beide, Obama und Clinton, für diesen Traum stehen. And I think both Obama and Clinton exemplify that dream. Was ist Ihre Voraussage für den Wahlabend? Are you predicting anything?
Ich habe bisher einen Wahlsieg für Clinton vorhergesagt. Bei früheren Wahlen habe ich in Interviews auf die Frage, was machen Sie, wenn George W. Bush gewinnt, manchmal im Scherz gesagt, dann verlasse ich das Land. Wenn Trump zum Präsidenten gewählt wird, dann werde ich definitiv nicht das Land verlassen, sondern erst recht mehr Zeit für die Politik investieren, an die ich glaube. Working for the politics that I believe in. Und ich werde über sie schreiben. Das kann ich sagen, ohne zu zögern. Aber ich habe große Angst. Ich habe große Sympathie für Hillary Clinton. I feel tremendous sympathy with Hillary Clinton. Unzufriedenheit im Land ist groß, verbunden mit der Angst, dass alles noch viel schlimmer werden könnte. Gerade weil Amerika auch mit vielem zu kämpfen hat. Die Schere zwischen Arm und Reich ist größer geworden und auch die Hautfarbe spielt eine stärkere Rolle denn je. Amerika ist unter Druck. Wir treffen Evelyn. Sie ist nicht nur Mutter von drei Kindern, sie entwirft und designt auch Kinderzimmer, Kinderschlösser. Das ist das Zimmer meiner Tochter. Sie zeigte mir das Bild von einem Palastzimmer. Sie sagte, wenn es auch nicht so aussieht, kann es sich denn so anfühlen? Und ich sagte, na klar. Dieser antike Schrank aus dem 17. Jahrhundert hat etwa $15.000 gekostet. Ich glaube, der Kronleuchter war so um die $10.000 oder $12.000. Am Ende hat Evelyn $100.000 hierfür bezahlt und sie hat etliche Kunden, die nun auch so eines haben wollen. Obwohl es sehr elegant ist, finde ich nicht, dass es übertrieben aussieht oder überladen. Ein anderer Stadtteil, die Bronx, ein anderes Kinderzimmer, das von Tito. Als Ältester darf er eins alleine haben. Das ist meine Ablage für alles Mögliche. Das ist mein Bücherregal für meine Schuhe und meine Bücher. Das ist mein Bett und die Kiste hier verschickt meine Mutter bald. Titos Mutter, Maria Rijo, hat 6 Kinder und lebt mit ihnen, der Oma und einer Tante hier. Gerade wirbelt sie, denn heute feiern sie eine Party. Tito wird 15 und morgen wird Titos Bruder, Joseph, 13, gleich am Tag drauf. Maria ruft Tito, er soll schon mal die Musik zum Tanzen suchen. Letzte Nacht konnte ich gar nicht schlafen, war die ganze Nacht wach, hab versucht mich zu beruhigen. Ich war so aufgeregt, dass heute mein Geburtstag ist. Titos kleiner Bruder Jesus ist Improvisationskünstler. Wenn es irgendwo ein Plätzchen gibt, dann macht er Hausaufgaben dort. Er schreibt so gerne. Und für einen 7-Jährigen weiß er schon sehr gut, dass es Kinder von Armen und Kinder von Reichen in dieser Stadt gibt. Die haben Spiele, die spielen mit Handys. Aber ich habe kein Handy. Und wenn sie dann groß sind, gehen sie in Geschäfte. Aber das kann ich nicht. Die Bronx ist der ärmste Stadtteil von New York. Viele arbeiten hier als Verkäufer, Dienstleister mit Niedriglohn, reicht hinten und vorne nicht. Jedes dritte Kind in New York lebt unter der Armutsgrenze und jedes zweite ist kurz davor. Und das in einer Stadt, wo die hohen Mieten weiter steigen und es wenig staatliche Hilfe gibt. Krasse Gegensätze. In derselben Stadt ist auch das Geld zu Hause. In New York leben die meisten Supermillionäre der USA, die mindestens $30 Millionen Vermögen besitzen. Die Upper East Side. Chelsea hat, wie Tito auch, Geburtstag. Sie wird 5 und ihre ganze Schulklasse darf kommen. 4 Animateure unterhalten die Kinder, denn Chelseas Eltern lassen die Party feiern und haben ein Geburtstagspartypaket gebucht. 90 Minuten kosten mehr als $2.000.
Eine Motto-Party ist das, weil Chelsea so gerne tanzt. Als mein Sohn 4 Jahre alt wurde, haben wir eine Party mit einer richtigen Rockband in einem Club ausrichten lassen. Das hat einfach Spaß gemacht. Dieses Team hier hat schon viele Geburtstage für unsere Kinder organisiert. Chelseas Vater gehört zu jenen Goldgräbern in New York, die durch das Internet reich geworden sind. Aber es gibt noch deutlich reichere. Monday we go shopping. Ich gehe mit ihr einkaufen in ihren Lieblingsladen. Da darf sie sich etwas aussuchen. Ich wollte immer ein Geburtstagskind sein. Ich mag das. Eine Kette habe ich bekommen. Das ist mein Lieblingsgeschenk. Wieder in der Bronx in Titos Welt. Titos Mutter Maria hat eine Torte bestellt. Eine richtige Investition ist das. $75 kostet die 2-stöckige Torte. Es sind 2 Ebenen, weil 2 Kinder zur selben Zeit Geburtstag haben. Einer kriegt oben und einer unten. Mit der Torte beladen, betet Maria laut: Lieber Gott, bitte lass mich die Torte heile nach Hause bringen. Maria lebt seit 19 Jahren illegal in New York. Sie stammt aus der Dominikanischen Republik. Weder darf sie hier sein noch arbeiten. Eine Schlange von Menschen, die auf Lebensmittel warten. Und wer hat Geburtstag, fragen Sie? Meine Söhne. Die Torte lebt noch. Titos Party kann Maria nur mit Hilfe von Freunden finanzieren. Sie macht natürlich alles selbst. Und ihre Freundin kocht zur Feier des Tages Scampi-Suppe. Maria lebt von der kleinen Rente ihrer Mutter, etwas staatlicher Hilfe, weil ein Kind behindert ist, und einer der Väter zahlt Alimente, einer. Ihre Wohnung kostet $1,500 Miete, ein normaler Preis. Sie hilft in der Kirche und bekommt dafür Lebensmittel. Die haben sich letztes Jahr ein Tablet gewünscht, konnte ich ihnen nicht kaufen, zu teuer. Hab ihnen ein billiges gekauft. Das ging gleich kaputt. Jetzt habe ich Joseph und Tito ein billiges Telefon gekauft. Aber das Geld reicht nicht, um es wieder aufzuladen. Zurück zu Chelsea. Ein roter Teppich für die 5-Jährigen. Chelsea gibt jedem Gast ein Geschenk. Am Montag sehen sie sich in ihrer Privatschule wieder. Kostet $50.000 im Jahr. Und dann werden sie wie gewohnt einen Tag lang auf Englisch und am nächsten Tag auf Mandarin unterrichtet. Der Hip-Hop-Funke ist auch zu den Erwachsenen übergesprungen. Die 4 gemieteten Animateure rocken den Laden. Sie haben die Wohnung aufgeräumt, Suppe gekocht, die Torte strahlt. Stunden hat das gedauert. Und jetzt die Torte schlachten? Ich teile ja den Kuchen mit meinem Bruder. Derselbe Kuchen. Die tauschen einfach die Zahlen und das Foto. Die tauschen das Foto? Ja, also statt der 15 machen sie die 13 dahin und tauschen das Bild, damit es so aussieht, als wäre es sein Kuchen. Und jetzt wird Josephs 13. Geburtstag gefeiert mit der Wechseltorte, der größten und schönsten Torte, die Maria Rijo ihren Söhnen je geschenkt hat. Mehr als 40 Grad im Schatten. Die Landschaft staubig, trocken. Fast menschenleer. Mexiko ist nicht weit entfernt. Wenn Rancher Presnell Cage sein Land abfährt, muss er jederzeit damit rechnen, einen Toten zu finden. Jedes Jahr sind es fast 12 Leichen allein auf seiner Ranch. Menschen, die illegal die Grenze überquert hatten und in diesen endlosen Weiten verdurstet sind. He lay right here. Einer lag genau hier, hatte wohl etwas Schatten gesucht. Er hatte sogar Wasser dabei, aber entweder hat er es nicht mehr geschafft zu trinken oder es war einfach zu heiß geworden. Er hatte ein blaues Hemd an und eine schwarze Hose. Aber viel konnte man nicht mehr erkennen. Die Aasfresser hatten sich schon über ihn hergemacht. Ein grausiger Anblick. Und der Geruch erst.
Der Geruch war einfach fürchterlich. Die Gegend ist eine Todesfalle. Es gibt kaum Orientierung, viele irren dann im Kreis umher. Sie tun mir unendlich leid. Ich wünschte, jemand würde sie besser informieren, wie gefährlich es hier ist. Das Tragische? Diese Verzweifelten aus Lateinamerika, die in den USA eine Zukunft suchen, haben ihr Zielland hier bereits erreicht. Manche aber nur, um auf amerikanischem Boden elendig zu sterben. Weil in Südtexas der Rio Grande alles andere als ein großer Grenzfluss ist, können Schlepper, die Crosser, wie sie genannt werden, hier relativ leicht in die USA schmuggeln. Dort ziehen sie dann mit zu wenig Wasser und Nahrung los, ohne Vorstellung, wie weit die Distanzen sind. Wir fahren auf dem Highway, als wir plötzlich jemanden am Straßenrand in der Böschung kauern sehen. Der völlig verstörte Junge heißt Eddie, gerade mal 18. Seit 2 Tagen hat er nichts mehr getrunken, seit Wochen ist er schon unterwegs, geflohen vor der Armut und der Bandenkriminalität in seiner Heimat Guatemala. Ein Bandenmitglied hat mich bedroht und gesagt, wenn ich nicht bei ihnen mitmache, dann töten sie meine Mutter. Also habe ich so getan, als würde ich mich ihnen anschließen und bin dann abgehauen. Ob er sich bewusst ist, dass er hier sein Leben riskiert, frage ich ihn. Ich bin durchs Gelände gelaufen und konnte nicht mehr, hatte Angst, ohnmächtig zu werden. Wegen der Hitze und weil ich nichts getrunken hatte. Plötzlich habe ich einen fürchterlichen Gestank wahrgenommen. Und dann habe ich auch schon eine verweste Leiche gesehen, nicht weit von hier. Und dann bin ich nur noch weggerannt. Ich hatte Angst. Er wolle bis nach Los Angeles, sagt er. Und hat offensichtlich keine Ahnung, wie weit weg das noch ist. Wir geben Eddie alles Wasser, das wir dabei haben, auch etwas zu essen. Aber wir dürfen ihn nicht mitnehmen. Wir würden uns nach US-Recht strafbar machen. Das sind so Momente als Reporter, wo man echt an seine Grenzen stößt, weil wir nicht wissen, was wir machen sollten. Wenn wir ihn mitnehmen und ihn den Behörden übergeben, dann schicken die ihn zurück nach Guatemala, wo er herkommt, wo sein Leben bedroht ist. Lassen wir ihn hier, könnte er sich da draußen verirren, verdursten und auch sterben. Wir haben ihm jetzt Wasser gegeben und was zu essen. Man kann nur hoffen, dass er sich irgendwie durchschlägt. Im nächstgelegenen Städtchen Falfurrias bin ich mit Sheriff Benny Martinez verabredet. Ich erzähle ihm dann doch von der Begegnung mit Eddie und bin irgendwie erleichtert, als er zum Hörer greift und die Grenzer anfunkt, um nach dem verirrten Jungen zu schauen. Denn das Risiko, dass er in diesem Ordner landet, ist einfach zu groß. Hier sind die Leichenfunde der Gegend allein von diesem Jahr gesammelt. 33 bisher. Und das Jahr ist erst halb rum. Am Vormittag hatte Benny Martinez bereits eine weitere Leiche geborgen, eine Frau. Man fragt sich, warum lassen wir so etwas zu? Wir alle lassen das zu, ich irgendwie auch. Wir sind doch besser als das. In einem so großen Land wie den USA dürften wir so eine humanitäre Krise nicht zulassen. Es dürfte nicht passieren. Das ist eine Frage der Menschlichkeit. Wenn Gräser und Büsche hochstehen, werden manche Opfer erst Monate später gefunden. Wenn überhaupt. The eyes are gone. Even though everything is still intact, but the eyes are gone. Die wirklichen Zahlen sind viel höher. Ich schätze, wir finden gerade mal einen von 5, vielleicht sogar nur einen von 10. Ich versichere Ihnen, da liegen noch eine ganze Menge unentdeckter Leichen da draußen. Wenn eine Leiche aber gefunden wird, landet sie hier, in der Rechtsmedizin von Laredo, auf dem Autopsietisch von Dr. Corinne Stern. Diesen Toten haben Benny Martinez Kollegen in der Früh entdeckt. In seiner Kleidung ein Schülerausweis und eine Geburtsurkunde. Dr. Stern traut solchen Papieren erstmal nie, oft sind sie gefälscht. Aber wenn diese stimmen, handelt es sich hier um einen gerade mal 16-Jährigen aus Mexiko. Wahrscheinlich verdurstet. 16-year-old kid. Dr. Stern wird die Leiche untersuchen, Röntgen, DNA-Proben nehmen. Und mit dem mexikanischen Konsulat telefonieren, Hilfe bei der Identifizierung erbitten.
Weil in der Kühlkammer kein Platz mehr war, hatte Dr. Stern vor 4 Tagen den Notstand ausgerufen. Bereits jetzt hat sie doppelt so viele Fälle wie zur gleichen Zeit im Vorjahr. Draußen stehen 2 Kühlanhänger, mobile Leichenhäuser. Einer ist mit 24 Toten bereits voll. Dieser kam am Vortag dazu. Wissen Sie, viele dieser Fälle lassen mich nicht los. Es ist hart, aber ich schulde es Ihren Familien, alles zu tun, um diese Toten zu identifizieren, damit sie nach Hause geschickt werden können. Oft kommt sie sich mehr als Detektivin denn als Ärztin vor. Jedem Anhaltspunkt geht sie nach, telefoniert oft stundenlang mit Angehörigen. So wichtig es ihr ist, sie zu finden, Treffer, sagt sie, lassen sie immer mit gemischten Gefühlen zurück. Das ist dann schön, aber auch bitter zugleich, weil wir eben eine traurige Nachricht überbringen müssen, wenn wir jemanden identifizieren konnten, der vielleicht 3 Jahre als verschollen galt. Immerhin können die Familien dann ihren Frieden finden, aber wir zerstören auch die Hoffnung, die sie vielleicht hatten, ihr Angehöriger könnte noch leben. Bislang wurden die nicht identifizierten Toten auf diesem Friedhof in Falfurrias bestattet. Sheriff Benny Martinez zeigt mir die schmucklosen Aluminiumplaketten, die die Stellen markieren. Aber wir haben keinen Platz mehr. Deshalb läuft nun ein neues Projekt, bei dem diese Unbekannten exhumiert werden. Vor ein paar Wochen haben sie an dieser Stelle die Überreste von 50 Leichen ausgegraben. Sie lagern nun bei der Texas State University. Dort werden DNA-Proben entnommen, in der Hoffnung, die Toten identifizieren zu können. Das mit den sterbenden Einwanderern ist für viele hier in Texas schon so alltäglich, dass sie abstumpfen. Es lässt sie kalt. Das ist das Problem. Und in Washington müssen die Politiker sich endlich was einfallen lassen, um diese sinnlose Krise zu beenden. Es sterben einfach zu viele Menschen hier. Das dürfte nicht passieren. Aber es wird passieren. Denn die heißesten Monate des Jahres stehen noch bevor. Sie werden weiter fast täglich Leichen bergen in der Wildnis von Südtexas, wenn sie sie denn finden. Sie beten für die Opfer aus dem Nachtclub. Auch das ist Orlando. Eine muslimische Gemeinde der Stadt versammelt sich zur Andacht gleich am ersten Abend nach dem Anschlag. Selbstverständlich sei das, sagen sie, genauso selbstverständlich wie das Blutspenden für die vielen Verletzten. Weil wir Amerika sind. Und nur hier in Amerika sind wir gemeinsam ein großes Ganzes, trotz aller Unterschiede in unserer Kultur, unserem Glauben oder in unseren Vorlieben im Leben. Genau darum beneidet uns die ganze Welt. Wir erlauben niemandem, uns das zu nehmen. Und doch, die Angst ist gegenwärtig. Denn die Einheit ist längst brüchig. Muslime gehören längst nicht mehr für alle Amerikaner dazu. Muslime sind Wahlkampfthema. Erst recht nach dem Anschlag von Orlando. Schaut euch die Scharia an. Schaut euch an, was Scharia bedeutet. Hinrichtungen wegen Kleinigkeiten. Das tun sie den Leuten an. Und wir lassen Leute in unser Land, macht euch nichts vor, die glauben genau an das. Die wollen genau das, die praktizieren das. Und wir lassen diese Leute rein. Dass Muslime auch vor genau dieser Scharia fliehen, spielt keine Rolle. Auch nicht, dass der Attentäter von Orlando in den USA geboren ist. Details passen nicht zu Populismus. Er sagt genau, was ich denke. Wenn man ihm zuhört, meine Gedanken, das ist unser Mann. Er sagt die Wahrheit. Das brauchen wir, einen, der sagt, wie es ist. Es gibt nicht das eine Amerika und erst recht nicht das einige. Wer in der Großstadt lebt wie in New York, dessen Wirklichkeit hat wenig zu tun mit dem großen Rest des Landes. Genau diesen Unterschied, sagt die Journalistin Farai Chidea, nutze Trump.
Viele Amerikaner erleben Menschen aus anderen Kulturen oder Religionen nicht in ihrem Alltag. Und das macht es leichter, diese Gruppen zu demonisieren. Und Donald Trump geht ja auf berechtigte Sorgen der Leute ein. Die Löhne stagnieren, man hat Zukunftsängste, Angst, den Lebensstandard nicht halten zu können. Er greift diese Sorgen auf und vermengt sie mit Angst vor anderen Religionen und Kulturen und mit Fremdenfeindlichkeit. Trump spaltet. Wo er auftritt, sind seine Fans und seine Gegner. Lange nicht mehr war das Land so zerrissen, war die Gesellschaft so uneinig darüber, welche Richtung Amerika einschlagen soll. 8 Jahre Obama haben das Land stark verändert und weit nach links gerückt. Krankenversicherung für alle, Klimaschutz, Gleichstellung Homosexueller. Vielen im Land ging das alles vielleicht zu schnell, sagt der Historiker Leonard Steinhorn. Manche haben das Gefühl, dass die Welt sich verändert und sie zurückbleiben. Und das gefällt ihnen nicht. Sie wollen es wieder wie früher haben. Aber Vielfalt und Gleichbehandlung, das sind neue Werte der Gesellschaft. Diskriminierung gilt jetzt als unmoralisch. Und es ist nicht plötzlich Obama erschienen und hat alles verändert. Nein, er ist die Bestätigung dieser Veränderung. Im Center, einer Beratungsstelle für sexuelle Minderheiten in Orlando, haben sie jetzt Eingangskontrollen. Und die Telefone stehen nicht still, sagt Talia. Sie ist Transgender, hat bis vor einem Jahr noch als Mann gelebt. Als Mann hat sie in Vietnam gekämpft. Jetzt kämpft sie mit all den anderen gegen die Angst. Angst macht blind. Es wird immer Verrückte geben wie diesen Täter. Ja, er hat sich zum IS bekannt, vielleicht aber auch nur deshalb, um seiner eigenen wahnsinnigen Tat eine Art Sinn zu geben. Vor den Karren der Anti-Muslim-Kampagne wollen sie sich hier nicht spannen lassen. Ich finde es sehr traurig zu sehen, wie das alles jetzt politisch benutzt wird, wie man aus dem Tod Kapital für den Wahlkampf schlägt. Hillary Clinton will erlauben, dass radikale islamische Terroristen ins Land strömen. Die versklaven Frauen und töten Homosexuelle. Ich will sie hier nicht. Eine der vielen spontanen Gedenkfeiern nach dem Anschlag. Diese hier hat die Gay Community organisiert. Homo- und Heterosexuelle, Latinos, Weiße, Schwarze, die halbe Stadt ist da. Auch Muslime, trotz der Stimmungsmache gegen sie. Es geht jetzt nicht um uns Muslime, es geht um die Menschen, die nicht mehr da sind, um ihre Familien. Ich will jetzt nicht an meine Angst denken, daran, was das für uns Muslime bedeutet. Angst, Misstrauen, Schuldzuweisungen. Nach dem 11. September standen die Amerikaner zusammen, waren einig angesichts des Terrors. Jetzt, mitten im polarisierenden Wahlkampf, scheint das kaum möglich. Warum? Und warum schon wieder? Shirley Chambers sucht verzweifelt nach Antworten. Allein die Bibel gibt ihr Kraft, nachdem ihr Sohn Ronnie so grausam ermordet wurde. 12 Kugeln, das Ende aller Träume. Ich dachte, Gott will mich bestrafen. 3 meiner Kinder sind schon erschossen worden und jetzt nehmen sie mir meinen letzten Sohn. Zuerst Carlos, Jerome und jetzt Ronnie. War er vielleicht auch nur zur falschen Zeit am falschen Ort? Wie damals LaToya, ihre einzige Tochter, die von einem 13-Jährigen ermordet wurde. Ronnie war Shirleys Ein und Alles. Gerade erst hatte er sein Leben umgekrempelt, weg von Gangs, Drogen und Waffen. Als er noch lebte, musste ich nie Angst haben. Ronnie hat alles dafür getan, dass es mir gut geht. Am meisten vermisse ich sein Lächeln, wenn er zur Tür reinkam. Es ist verrückt. So schlimm war es noch nie mit den Waffen in Chicago. Völlig außer Kontrolle. Ausgerechnet in Obamas Heimatstadt Chicago tobt ein Bandenkrieg, der Mütter wie Shirley nicht mehr schlafen lässt.
Jeden Tag Schießereien und Tote. Und doch hat erst der Mord an einer 15-jährigen Schülerin die Politik wachgerüttelt. Weil Haidia Pendleton mit ihrer Band bei Obamas Amtsanführung auftrat, weil sie völlig unschuldig in Kugelhagel starb und weil die Gegend hier als sicher galt, nur einen Kilometer vom Haus der Obamas entfernt. Es ist leider normal geworden, so zu sterben, erklärt uns Haidias Freundin Samantha. Machen Sie sich mehr Sorgen um Ihre Tochter? Ich bringe sie zur Schule und hole sie ab, jeden Tag. Nein, es ist nicht sicher hier. Das versuche ich ihr beizubringen. Alle, die wir hier treffen, kennen jemanden, der erschossen wurde. Massenmord im Zeitlupentempo, sagen sie. Lagebesprechung auf einem Parkplatz im berüchtigten Süden von Chicago. Leo Schmitz nimmt uns mit auf Streife nach Inglewood. Am Freitag haben wir hier den Typen mit der Magnum geschnappt, berichtet er seiner Kollegin. Eine Festnahme, aber keine Ruhe im Viertel. Kaum eine Nacht, in der seine Officer ihm keine Schießereien melden. Doch kein Mord hat auch hartgesottene Polizisten wie Leo so sehr geschockt wie der an Haidia Pendleton. Die meisten von uns haben selbst Kinder. Es ist furchtbar. Aber wir können nicht aufgeben. Wer sonst soll die Gewalt stoppen, wenn nicht wir? Wir müssen alles tun, um wenigstens den nächsten Mord zu verhindern. Die Waffengesetze in Chicago sind zwar so streng wie kaum woanders im Land. Das Problem ist aber, die Gangs kaufen ihre Waffen einfach woanders und bringen sie illegal in die Stadt. Einzelne Gesetze helfen nicht. Wir brauchen eine landesweite Lösung. Genug Politik. Jetzt wird's ernst. Hier sind mir zu viele Bandenmitglieder unterwegs. Es ist eiskalt und die hängen hier rum wie an einem Sommerabend. Und dann heißt es festhalten. Das Auto da ist auf der Flucht. Vor uns ein Drogenhändler, aber ist er allein, bewaffnet? Der Mann ergibt sich, doch ob er auch redet? Leos Kollegen haben ihn schon auf die Wache gebracht, als wir ankommen. Trotzdem dürfen wir nur von gegenüber drehen. Wo Drogen auftauchen, sind Waffen meist nicht weit. Der Mann ist festgenommen und das Wichtigste, keine Verletzten. Everybody's okay. Wenn die Polizei nicht weiterkommt, ziehen sie los. Die Freiwilligen von Ceasefire, übersetzt Waffenstillstand. Ihr hattet hier eine Schießerei am Wochenende. Irgendwas gehört? Pretty much. You guys had a shooting over in this area over the weekend. It's kind of been depopulated. Nee, aber hier wohnt auch kaum noch jemand. Die Leute sind gestorben oder im Knast. Okay. We left our information up. Bob Jackson hat seine Leute zusammengetrommelt, von Tür zu Tür ziehen und Zeugen suchen, so der Auftrag. Nicht einmal die Eltern des angeschossenen Jungen wollten reden. Und wieder mal ist die Polizei auf Bob und seine Freiwilligen angewiesen. Any luck, Fred? Und, habt ihr Glück gehabt? No, she said she needed not. Wer für Bob arbeitet, kennt sich aus im Milieu. Die meisten Ex-Bandenmitglieder, die Waffen und Drogen den Rücken gekehrt haben. Leg eine Waffe auf den Boden, die springt nicht auf und schießt. Es sind die Menschen, die töten. Deshalb müssen wir ihnen klar machen, es bringt nichts, deinen Nachbarn umzubringen, deinen Bruder oder deine Schwester. Gewalt tötet Jung und Alt, skandieren sie. Doch wie das Jugendlichen wie JJ klar machen? Der 17-Jährige ist stolz, Mitglied bei den Gangsterjüngern zu sein. Seine Familie nennt er sie. Waffen und Drogen, ihre Währung. Wie schwierig ist es für dich, an Waffen zu kommen? Nicht schwierig. Was müsstest du tun? Viel zu wenig. Einfach danach fragen, dann kriegst du sie. Wie lange würde es dauern? Man. 5 Minuten. Me? Take me like 5 minutes. Wäre es nicht so einfach, an Waffen zu kommen,
Ronnie könnte noch leben, der Sohn, den sie so sehr vermisst. I miss you so much. So much. Sein Grab notdürftig mit Brettern bedeckt, als sei der Tod nicht schmerzhaft genug. Es muss etwas passieren in dieser Stadt, sagt Shirley, damit Ronnie nicht umsonst gestorben ist. Die Medien spielen im Wahlkampf eine wichtige Rolle. Und die altehrwürdige Washington Post ist eine der renommiertesten Zeitungen der USA. Sie hat gerade mit zahlreichen Reportern hier dieses neue Gebäude bezogen. Donald Trump steht mit ihr auf Kriegsfuß wegen kritischer Berichterstattung. Hier treffe ich mich mit dem Politikchef Stephen Ginsburg. Wir sind durch das Land gereist, Stephen, und haben mit vielen Menschen gesprochen, auch mit Trump-Unterstützern. Manche sagen, Donald Trump ist die Stimme der schweigenden Mehrheit. Ist das ein passender Vergleich? Ich denke, er ist die Stimme für den Teil des Landes, der das Gefühl hat, keine Stimme zu haben. Ob das nun die Mehrheit ist oder nicht, da habe ich Zweifel. Aber das sind sehr viele im Land, die denken, dass die Regeln, nach denen wir handeln, oder das Finanz- oder Politiksystem nicht wirklich für sie da ist. Und da kommt Donald Trump und brüllt gegen dieses System, und dann haben sie das Gefühl, da ist jemand auf ihrer Seite. Können Sie unseren deutschen Zuschauern erklären, wie Trump nominiert werden konnte und nun sogar Präsident werden könnte? Das ist eine gute Frage. Das haben auch noch nicht viele Amerikaner richtig durchdrungen. Bei den Wahlen geht es viel um Identität, was es heißt, ein Amerikaner zu sein. Er stellt etwas dar, was weiße Amerikaner anzieht. Und dann gibt es in der Tat die schweigende Mehrheit der Menschen, die sich abgehängt fühlt. Und dann sind da auch noch diejenigen, die schlicht den Kandidaten der Republikaner unterstützen und Hillary Clinton überhaupt nicht mögen. Was sagt das über das politische System und die amerikanische Gesellschaft aus, wenn es gerade en vogue ist, politisch inkorrekt zu sein, Menschen in der Öffentlichkeit zu beschimpfen und ein Talkshow-Held zu sein? Das ist interessant und gleichzeitig zum Verzweifeln. Eine Sache bei Trump darf man nicht unterschätzen oder kleinreden. Er ist ein echter nationaler Promi. Seine Show war jahrelang auf Platz 1 und so. Mit diesem Blick auf die Dinge tritt er auch auf. Er ist ständig im Fernsehen, ständig in den Medien, lebt in den Medien und daher weiß er auch, wie er die Kameras auf sich richten kann und sie auch auf ihm bleiben. Manchmal sagt er schockierende Dinge, die die Menschen mögen, manchmal, die sie nicht mögen. Die Menschen sind gepackt von so jemandem, der es anders macht, der alle Regeln bricht. Das hat eine gewisse Faszination und man will sehen, wohin das führt. Eine Umfrage unter Trump-Unterstützern hat ergeben, dass ungefähr 80% die Zukunft negativ sehen und unglücklich mit der Vergangenheit sind. Wenn man sich die Fakten anschaut, dann geht es Amerika ökonomisch gar nicht so schlecht. Wie passt das zusammen? Ja, teilweise sind wir wohl ein Land von Klagenden. Ach, ich dachte, das sind wir Deutschen. Vielleicht ist das in allen Ländern so. Wenn man sich die Umfragen anschaut, dann lässt sich ablesen, dass alle Amerikaner unzufrieden sind. Aber unter den Trump-Wählern ist der Grad der Unzufriedenheit höher. Er steuert genau dahin, wo die Leute sich abgehängt fühlen. Und ich denke, es gibt da auch noch Restauswirkungen der Finanzkrise von 2008. Es gibt sehr viel Angst, dass so ein Crash wieder passieren kann, oder sich die persönliche Situation nicht so gut entwickelt. Ist dieses Gefühl der Angst neu für Amerikaner? Amerikaner sind sonst doch optimistisch, Dinge gemeinsam tun zu können.
In jeder Wahl seit Beginn der Republik hat der optimistische Kandidat gewonnen. Es ist sehr ungewöhnlich, dass da einer steht und sagt, dein Leben ist eine Hölle und dieses Land geht durch die Hölle. Das ist seltsam und dann reagiert der andere so darauf. Genau, und du sollst mir jetzt helfen. Ich denke, das gilt auch für Deutschland. Wir sind in einer Phase großer Veränderungen und manche finden das gut und andere fühlen sich abgehängt. Was, denken Sie, würde ein Präsident Trump für Europa, für Deutschland bedeuten? Bei Europa geht es um die NATO. Und unter den vielen Regeln, die er bricht, ist auch zu sagen, dass die NATO einige große Probleme hat und vielleicht nicht die größte Allianz in der Geschichte der Menschheit ist. Was er wirklich tun wird, das ist schwer zu sagen. Ganz sicher aber wird er eine Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen. Für Europa ist von Bedeutung, wie er mit Russland umgeht. Es scheint, dass er eine besondere Affinität zu Wladimir Putin hat. Was das für die Politik bedeutet, das weiß aber keiner wirklich. Looking back, wenn wir auf die Obama-Ära zurückschauen, was hinterlässt er? What would you say has he left behind as a legacy? Er hat sich anders verhalten, als er es versprochen hat. Er hat es versucht. Sein Blick auf die Macht Amerikas ist anders als von Präsident Bush. Bush ist da rausgegangen und hat die Welt herausgefordert. Obama wollte respektvoller mit der Welt umgehen. Aber das hat bei manchen Menschen in den Staaten ein ungutes Gefühl verursacht. Sowas macht manche Menschen unruhig. Obamas Legislatur ist kompliziert. Einige Teile in der Welt sind in sehr schlechtem Zustand. Wie sehr das am amerikanischen Präsidenten liegt, ist schwer zu sagen. In welcher Region hat Obama Ihrer Meinung nach versagt? Die Region mit den größten Veränderungen ist natürlich der Nahe Osten. Der arabische Frühling fiel in die Mitte seiner Amtszeit. Wir haben immer noch Truppen im Irak, die Situation in Syrien ist schrecklich. Und wenn man das alles betrachtet, scheint dieser Teil der Welt wirklich in Gefahr. Das gab es schon öfters in der Geschichte, aber Obamas Vorgehen hat auch nicht zur Lösung der Konflikte geführt. Totally different from a lot of other times in history, but his approach has not solved it any more than any other approach has. Wie bewerten Sie es, dass er auf Kuba zuging? Ich glaube, das ist sehr gut angekommen. Es gibt Hardcore-Exil-Kubaner in Südflorida, die dagegen sind, aber alle anderen sind zwischen egal und unterstützend. Das ist eines der letzten Überbleibsel aus dem Kalten Krieg und ich denke, die meisten Menschen sind froh, dass das nun geregelt ist. Die Normalisierung der Beziehungen zu Kuba, eine historische Mission. Wir haben Barack Obama auf seiner ersten Reise nach Kuba begleitet. Ich bin gekommen, um die letzten Überreste des Kalten Krieges zu beerdigen. Obama, der erste amtierende US-Präsident seit 88 Jahren auf kubanischem Boden. Ein Besuch nach Jahrzehnten der Feindschaft. Die Wirtschaftsblockade schadet nicht den Castro, sondern den Kubanern. Ein historischer Moment, aber auch echte Chance für einen Neuanfang. Kuba ist eine Castro-Dynastie. Was wir wollen, ist ein echter Wandel, ein Staat, der unsere Rechte achtet. Womöglich der Beginn einer Freundschaft? 60 Jahre Feindschaft verschwinden nicht in ein paar Jahren. Wie so oft in Kuba, Bauarbeiten auf den letzten Drücker, kurz vor Obamas Ankunft. Die Innenstadt wird ein bisschen aufgehübscht für den Präsidenten des früheren Erzfeindes.
gleich nebenan Havanna, wie man es kennt. Fast könnte man meinen, die Obama-Reise ist reine Nebensache. Doch viele Kubaner verbinden Hoffnung mit dem Besuch. Ich hoffe, mit Obama wird es besser. Das versprechen sich auch die Frauen vor der Kirche Santa Rita. Die Damas de Blanco, die Damen in Weiß, treffen sich hier jeden Sonntag. Daisy Artiles del Sur ist hier, weil ihr Vater politischer Gefangener war. Diese Regierung ist totalitär, eine Diktatur. Sie will alles für sich und nichts fürs Volk. Wir kämpfen für Meinungsfreiheit, eine Freiheit für alle Kubaner. Vor 13 Jahren verhaftete das Regime die Männer der Damas de Blanco. Deshalb treffen sie sich seitdem zum Gottesdienst. Stets beobachtet von den Zuträgern der Regierung. Und heute auch von der versammelten Weltpresse. Mehr Medienrummel geht nicht. Dem Obama-Besuch sei Dank. Ein Schweigemarsch, ihre Form des Protests. Für die Freilassung politischer Gefangener und mehr Bürgerrechte. In Kuba sind die Damas de Blanco umstritten, vor allem, weil sie aus dem Ausland Geld erhalten. Die Exil-Kubaner unterstützen uns und senden Geld, was völlig legal ist. Dadurch helfen sie uns, damit wir uns den Transport leisten können. Nur so können wir uns treffen. Aber es gibt keine Regierung, die uns unterstützt. Kurz darauf wird es laut. Eine Gegendemonstrantin mischt sich ein. Hier darf niemand die Politik kritisieren. Die Regierung ermöglicht uns Bildung und freie medizinische Versorgung. Diese Frau ist komplett desinformiert. Sie kennt unsere Realität nicht. Sie arbeitet wohl nur mit Touristen und hat ein üppiges Gehalt. Mittendrin Antonio Rodiles, einer der Köpfe der kubanischen Opposition. Er hat eine Einladung von Obama erhalten, um über Menschenrechte zu sprechen. Ich werde Obama sagen, dass wir Freiheiten und fundamentale Rechte brauchen. Kubaner müssen sich entwickeln dürfen. Nicht nur die Kubaner hier auf der Insel, sondern auch die Exil-Kubaner in Miami. Kuba muss neu aufgebaut werden, mit der Kraft aller Kubaner. Kurz darauf endet der friedliche Protest. Das Castro-Regime lässt die Damas de Blanco vorübergehend festnehmen. Auch das passiert jeden Sonntag. Während die Regierungsanhänger fleißig applaudieren, schreibt Barack Obama Geschichte. Die Air Force One landet auf dem Flughafen Havanna. Gleich mit der ganzen Familie kommt Obama. Das allein soll zeigen, wie wichtig ihm dieser Besuch ist. Am Flughafen kleiner Empfang. Dass nicht Präsident Castro selbst die Obamas abholt, werten manche als kalte Schulter. Doch beide Seiten hatten dies so abgesprochen. Die Dramaturgie dieses Besuchs braucht Steigerungsstufen. Obama geht auf Kuba zu, besucht das Denkmal für den Unabhängigkeitsheld José Martí. Ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung. Und dann der Handschlag. Im Palast der Revolution wird die amerikanische Hymne gespielt. Eine Premiere? Und bis vor kurzem noch undenkbar. Dass die großen Differenzen bleiben, das lässt sich Castro jedoch nicht nehmen, zu betonen. Wir verteidigen die Menschenrechte. Für uns ist es im Gegenteil unvorstellbar, dass ein Land wie die USA seine Bürger nicht krankenversichert, dass es sie nicht ernährt, sie nicht sozial versichert und nicht unterstützt. Obama widerspricht nicht und gibt sich versöhnlich. Kuba ist ein souveränes und stolzes Land. Nur die Kubaner entscheiden über die Zukunft Kubas. Niemand sonst. Auf diese Worte hat Darien Garcia lange gewartet. Er ist Dozent für Wirtschaft und setzt auf Wandel durch Handel. Geschäfte zu machen wurde in Kuba jahrzehntelang als etwas Schlechtes, wie ein Makel angesehen. Seit ein paar Jahren sind Kleinunternehmen zugelassen, aber kaum einer weiß hier, wie man ein Geschäft führt.
Deshalb verharren die Menschen in Havannas Vierteln bis heute in einer Art sozialistischer Starre, sagt Darien. Genau hier bildet er Kleinunternehmer aus, eine Art Nachhilfelehrer in Sachen Kapitalismus. Sein Musterschüler ist Eduardo González, der dieses Restaurant aufgemacht hat. Das Geld dafür hat sich Eduardo von Freunden geliehen. Mir gefällt, dass du dir Gedanken gemacht hast, welche Kunden du erreichen willst. Du hast dir gesagt, ich will die Leute meines Viertels erreichen. Ich hatte kaum Geld und so habe ich mir gesagt, ich mache ein kleines Restaurant in einem ärmeren Viertel auf. Diese Leute kann ich zufriedenstellen. Das Start-up ist seit 3 Jahren eine Erfolgsstory. Auch weil für Eduardo der Kunde König ist. Keine Selbstverständlichkeit hier in Kuba. Was kann Obama für uns tun? Er sollte uns zeigen, wie man Unternehmer wird. Die ganze Welt kann uns helfen, effizienter ein Geschäft zu führen. Dann muss Darien los zum offiziellen Obama-Termin. Mit ihm eingeladen sind kubanische Kleinunternehmer, die sich Rückenwind erhoffen. Und Obama liefert. Wir müssen neue Technologien nach Kuba bringen. Ein Unternehmer sagte mir, wenn wir Internet hätten, würden wir durchstarten. Amerika will euch dabei helfen. Dann fragt eine T-Shirt-Designerin, wie sie es schafft, in die USA zu exportieren. Wo kann ich die T-Shirts denn kaufen? Haben Sie ein paar Probeexemplare dabei? Ich will ja nicht Ihres. Ich muss sowieso noch ein paar Pesos ausgeben vor meinem Abflug. Dann geht's weiter für Obama zum nächsten Termin. Immer dabei die Journalisten der Webseite On Cuba. José Nieves betreut 200 Reporter überall auf der Insel für eine von Kubas wichtigsten Webseiten. Es gibt Internetjournalismus in Kuba und der wächst. Ich hoffe, dass der Staat unsere unabhängigen journalistischen Webseiten neben den staatlichen Webseiten auch weiterhin duldet und nicht verbietet. Josés Boss ist ein Kubaner, der in Miami ein Vermögen gemacht hat. Jetzt ist Hugo Cancio einer der ersten, der in Kuba in Online-Journalismus investiert. Er hofft, dass Obama sich für mehr Pressefreiheit einsetzt, damit seine Journalisten auch in Zukunft ohne Zensur arbeiten können. Na klar, wir haben immer wieder Schwierigkeiten. Aber uns wurde nie vorgeschrieben, was wir veröffentlichen dürfen und was nicht. Die Behörden sagen uns aber auch sehr klar, wenn ihnen ein Artikel nicht gefallen hat. Dann empfängt Hugo Cancio Gäste, die seine Redaktion kennenlernen wollen. Es sind US-Amerikaner, die erst seit kurzem nach Kuba reisen dürfen. Obama hatte das per Erlass möglich gemacht, aber bislang nur unter bestimmten Voraussetzungen. Wir dürfen nur als Gruppe im Rahmen eines Kulturaustauschs reisen. Als Touristen bekommen wir keine Genehmigung. Deshalb müssen wir uns lange Vorträge anhören und können uns nicht richtig frei bewegen. Trotz allem wird hier am Platz der Revolution so mancher amerikanische Traum wahr. Die Fahrt in einem Chevy, Baujahr 1955. Für viele der erste Kontakt mit Kubanern, dem Feind aus dem Kalten Krieg. Die US-Amerikaner kommen mit einer völlig falschen Vorstellung von uns Kubanern. Wenn sie hier sind, merken sie, dass wir freundlich sind und dass wir es lieben zu feiern und zu tanzen. Angelockt durch den kubanischen Rhythmus kommen immer mehr US-Touristen. Und es werden immer mehr Unterkünfte benötigt. Einige Hotelketten haben sich schon Filetstücke in Havannas Innenstadt gesichert. 5-Sterne-Herbergen mit Genehmigung der Sozialisten. Nur US-Unternehmen kommen nicht zum Zug aufgrund der Wirtschaftsblockade. Und auch, weil US-Firmen Entschädigungen fordern für die Enteignungen durch die Castros. Auch die Erben des Hotel Riviera, dem Palast des früheren Mafia-Bosses Meyer Lansky.
Für den kubanischen Historiker Luis Betancourt ist eine Rückgabe undenkbar. Das wäre ein Witz, denn die US-Mafiosi brachen in den 50ern in Kuba alle Gesetze und trugen ihren Profit aus dem Glücksspiel in Koffern aus dem Land. Sie brachten uns Kubanern nichts, außer vielleicht das Laster. Doch klar ist auch, das Gesicht Havannas wird sich verändern. Dafür legt Obama gerade den Grundstein. Wir erleben gerade zwar eine historische Annäherung, aber sie wird langsam verlaufen. Denn wir haben Gesetze in Kuba und Investitionen aus den USA gibt es nur nach unseren Regeln. Denn Kuba will eine langsame Annäherung. Obama dagegen scheint es eilig zu haben. Seine Rede in Havanna direkt an die Kubaner gerichtet, der wohl emotionalste Teil seiner Reise. Es ist Zeit, die Vergangenheit hinter uns zu lassen. Wir müssen nach vorne schauen und wir können diese Reise als Freunde unternehmen, als Familie. Im großen Theater von Havanna redet Obama. Auch Kubas Präsident Raúl Castro sitzt im Publikum und hört sich an, wie Obama über Menschenrechte spricht. Kuba brauche keine Angst vor den USA zu haben, aber auch nicht vor dem Mut des eigenen Volks. Und dann ein Satz auf Spanisch. Es ist möglich. Er sollte ewig Präsident sein können, damit er uns weiter unterstützen kann. Beide Länder können in Frieden leben, auch wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt. Und dann trifft sich Obama mit Oppositionellen. Auch Antonio Rodiles ist dabei. Ein Treffen mit Signalwirkung. Einige von ihnen waren in Haft, haben großen Mut gezeigt. Ihre Stimme zu hören, auch darum geht es mir auf Kuba, nicht nur um ein Treffen mit Raúl Castro. Abschluss der Reise, ein Baseballspiel zwischen Mannschaften beider Länder. Und dann eine letzte Überraschung. Ein kubanischer Chor singt die Hymne der USA. Was für eine Symbolik. Noch immer gibt es viele Probleme zwischen beiden Ländern. Das Wirtschaftsembargo, Guantanamo, die Menschenrechte. Und dennoch, die letzten 3 Tage haben die Welt verändert, zumindest ein bisschen. Von nun an wird nichts mehr so sein, wie es war, zwischen den USA und Kuba.